Moinsen Leute und herzlich willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur Reconing. Das letzte Mal haben wir eine ganze Menge Quests abgeschlossen und speziell in der letzten Folge haben wir das Schloss der Spinnenkönigin hochgenommen. Und jetzt würde ich sagen, machen wir uns mal weiter auf die Suche. So. Nach dieser Königin. Aber dazu... Ja, dazu muss ich da runter, genau. Okay, dazu muss ich da runter. Und ich gehe vom Torkhof aus. Das ist die einfachste Route. Ja, das sollte funktionieren. Mal gucken. Wenn ich denn den Weg finde. Spinne. Da oben. Das Event ist jetzt nicht so hart. Achso, hier ist noch ein Leichnam. Die können wir dann auch mal direkt einsammeln, wenn wir schon mal hier sind. Ich mach mal eben die Spinnen da kalt, sonst gehen die mir die ganze Zeit auf den Zeiger. Wo sind sie denn da? Komm! Ja, es hat sogar funktioniert. So. Okay. Mal auf die Karte gucken. Ja. Da muss ich dann später nochmal gucken mit diesen sterblichen Überresten eines Seidenernters oder so. Die sind mir jetzt zwar auf der Karte angezeigt, aber die nehme ich dann mit, wenn ich dran vorbeigehe. Okay. Hätten wir das auch erledigt. Und weiter geht's durch die wilde Landschaft. Ja, ich habe mir gerade einen Timer gestellt. Ich werde jetzt was länger aufnehmen. Moment. Was länger aufnehmen. Und ich werde jede Stunde einen kurzen Cut machen. Erstens, damit es nicht asynchron wird. Und zweitens, weil Fraps im Moment die Videos, die ich mache, in Stundenparts schneidet. Also, wirklich so schneidet, wie ich es aufnehme. Also, wenn ich 3 Stunden aufnehme, habe ich einen 3-Stunden-Part. 3-Stunden-Video. Und das möchte ich nicht. Von daher teile ich das jetzt in Stunden auf. Das ist dann noch einigermaßen vernünftig zu verarbeiten. Ja, das wollte ich mal eben sagen. Das heißt, die Session hier wird jetzt wahrscheinlich was länger gehen. Aber ab und an werden halt immer mal wieder Schnitte kommen. Ja, ja, die werde ich dann auch ankündigen. Also, ihr werdet es schon mitkriegen. Du, du, du. Da oben wäre noch einer, den hole ich mal eben. Bevor ich da in die Höhlen gehe. Du, du, du. Du, du, du. Fichte! Total starke Gegner. Not. Die. So. Sterbliche Überreste eines Seidenernters mal wieder. Nein. Nee. Aber schon besser. Dann passt das hier. Genau. Birkenholzzepter. Tevis Eisengroßschwert, Baumwollkutte. Okay. Ja. Gut, dann würde ich sagen, ab in die Höhlen. Und dann füllen wir der Giftspinnentante doch mal ein bisschen auf den Zahn. Euch ignoriere ich jetzt mal gekonnt.
So, hi. Sterbliche aus Schloss Jolvan. Wie unschön, dass ihr entkommen seid. Ihr seid starrköpfig, wie alle Sterblichen. Doch mein Volk ist beharrlich. Eine Eigenschaft, die wir nicht mit euch gemeinsam haben. Der Großteil meiner Horde wartet drinnen. Ich kann es kaum erwarten, sie euch zu zeigen. Aber ich bin weder auf meine Spinnen angewiesen, noch unvernünftig. Ich sehe, dass auch ihr auf eure Art brutal seid. Ich werde euch vergeben, im Tausch gegen die Leben von Kanarok. Böse oder gute Seite? Böse oder gute Seite? Böse oder gute Seite? Böse Seite. Ihre Leiber werden meine neue Brut nähren. Kehrt zu mir zurück, wenn es vorbei ist. Böse. So. Warum greift ihr mich jetzt noch an? Das ist doch irgendwie unlogisch. So, und... na komm. Er ist gestorben. An den Auswirkungen des Feuers. Na klasse. Gut, dann reisen wir zurück nach Kanarok. Und machen hier mal ein bisschen Remi-Demi. Höhö. Hallo. Na, ihr? Ihr seid zurück? Dann ist die Witwe also tot. Ich dachte, ich würde die Veränderung spüren. Aber im Netzwald lauert noch immer eine dunkle Bedrohung. Wenigstens sind die Spinnen weg und das Dorf kann durchatmen. Eigentlich will ich euch töten. Das wäre die Lage nicht schon schlimm genug. Also gut, Lakaien. Ich muss den... Die! Fangen wir mit Bartan an, ansonsten haben wir keine Chance, weil der stärkste Krieger in diesem Dorf ist. So. Zwei. So. Du stirbst auch noch. Und oben gibt es auch kein Entkommen vor mir. So, jetzt können wir die Weberkarte zwar nicht weiter ausbauen, aber dafür haben wir mal wieder der Dunkelheit etwas geopfert, sag ich mal. Es gibt genug andere Häuser, die man benutzen kann. Zurück nach Katros. Mal gucken, was sie uns jetzt sagt. Wahrscheinlich wird sie uns jetzt verraten, aber vielleicht hat man ja mal Glück. Hi. Der sterbliche Makel meines Waldes ist nicht mehr. Und meine Spinnen werden ihre Leiber aussaugen. Blut allein reicht euch offenbar nicht. Also gut, dieser Tann stammt aus Jolvan. Ihr könnt ihn haben. Aber denkt nicht, dass ich euch noch länger in meinem Wald dulde. Die Wildnis kehrt zurück. Ich bin nur die Vorhut. Die Witwe besitzt Fangzähne und beschützt ihre Kindersterbliche. Ich an eurer Stelle würde keines von beidem auf die Probe stellen. Okay. Schon bald wird mein Wald wieder so sein, wie er einst war. Es wird Zeit brauchen, viel Zeit. Aber meine Netze werden in den Bäumen von Odarath und Glendara gesponnen werden. Ihr werdet es erleben. Nicht alle von uns können sich derart an Rosen und Sonnenlicht ergötzen. Es gibt auch Dinge, die wachsen, sich vermehren und verbreiten, die Dunkelheit und schwerere Luft bevorzugen. Okay. Ja.
Bevor ich jetzt hier die Spinnen herausfordere, schaue ich mir mal eben an, was ich da gerade gekriegt habe für eine Waffe. Die sind ja ziemlich schlecht. Na dann. Okay. Raus hier. Ach ja. Ich mag es eigentlich fast lieber, die dunkle Seite zu spielen, als die helle Seite, sage ich mal. Irgendwie... weiß nicht. Leider von Blutgebein, eine letzte Ruhestätte. Machen wir das noch eben fertig. Da oben. So. Ja, die hole ich jetzt noch eben, die Überreste. Und dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf nach links unten auf der Karte. Um sowohl die Hauptquest als auch die Gildenquest für das Haus der Balladen weiter zu verfolgen. Ja, so, da sind die letzten sterblichen Überreste. Die Gebeine zur Ruhe betten. Jetzt muss ich zurück nach Kanarok. Und dann zum Brunnen. Hier. So, damit haben wir auch diesen Quest abgeschlossen. Gott sei Dank, übrigens. Und können uns auch jetzt auf den Weg machen. Hier runter. Ja, auf geht's. Da ist die nächste Brücke. Das Zeug, okay. Abmarsch. Und das da für eine Gegnergruppe. Spinnen, nee. Habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf, danke. Ich habe doch eine aktive. So. Dann bin ich ja mal gespannt, was uns da unten erwartet. Wahrscheinlich wieder eine Stadt und damit wieder eine ganze Menge Quests, aber auch zwei Quests, die wir jetzt zuerst mal vorziehen werden. Spinnen! Woo! Spinnen! 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 Eine Spinne! Wow! Das ist total gefährlich! Die! Oh, mehr als... Bäh. Dich noch. Gott, das ist eigentlich ein Block. Au. Au. So. Ich spreche während der Kämpfe immer relativ wenig, weil ich mich halt ein bisschen darauf konzentrieren muss, wo ich hinschieße, wie ich schieße. Und vor allem, weil man mich während der Kampfmusik eigentlich so gut wie gar nicht versteht. Von daher. In alten Tagen berichtet man mir, als die weise Priesterin Bayala Tirin zur Göttin Lyria sprach. Das Volk erinnerte sich nach dem Krieg an alles und forderte Dureks Schicksal. Tötet ihn, den bösen, grausamen Stamm, sagten Doc Alpha. Verschont sie, die armen, jämmerlichen Tiere, riefen Jos Alpha. Ihr Verstand, hungrig und vom Hass vergiftet, verzerrt. Alpha schlug Alpha in Trunkenheit. Beim Festmahl, wenn alles fröhlich war und Frieden im Hafen herrschte. Hass erfüllt, so sagt man mir, blickten Cousins einander an. Aus dem kalt gesegneten Fieriol brach Bayala Tirin zu einer Pilgerreise auf, um Lyrias Rat zu erbitten. Okay. Lord Ferrara, tapferer Krieger, Zerstörer von Infamanir, Herzog der Hylarans, Beschützer des Rings von Keosai. Entdecker der Insel Meropis, würde er doch nur ein besseres Ende finden.
Ja, Lord Ferrara werden wir auch noch kennenlernen. In Zukunft, so viel kann ich ja schon mal sagen. Der wird noch wichtig, aber jetzt im Moment ist er nur eine Gestalt, von der man noch nichts weiß. Ach, die Typen, die kann ich ja leiden, ey. Au! Hat gar nicht wehgetan, nö. Mein Schiff. Au! Wie der einfach immer trifft. Voll lästig. Geil. So, und jetzt kommst du an die Reihe, mein Freund. Au. Okay. Die Viecher sind übrigens stark, nur mal so nebenher. Mann, ich habe die falsche Attacke vorausgesehen. So. Jetzt stirb an deinem Fehler. Meine Fresse, ne. Die. Oh. Sind aber auch nervig, ey. Meine Güte. So. Okay. Nee, will ich gar nicht eigentlich. Okay. Bam, haben wir hier noch was? Das möchte ich eigentlich nicht. Ich mach mal hier ein bisschen was rein. Ich mag das eigentlich sehr gerne, von daher nehme ich den mal. Okay. Feinklingen werde ich mir dann demnächst noch welche schmieden, die gut dafür geeignet sind. Wenn man ja mal so stark sind, meine ich. So. Dann werden die beiden auch über den Haufen. Und da ist der nächste. Oh, das wollte ich zwar nicht, aber okay. Ich will eigentlich nur einmal kurz darunter. Dich ignoriere ich gekonnt. So. Da ist ein Bär, aber der ist jetzt eigentlich inzwischen relativ uninteressant. Au! Außer man passt nicht auf, so wie ich hier gerade. Kann ein Problem darstellen. Bam! Noch jemand? Ich glaube nicht. So. Okay, damit sind wir beim Oratorium der Balladen. Und ich würde sagen, da gehen wir auch mal direkt eben rein.
Und sprechen mal mit dem König der Feien. Den Namen habe ich schon wieder verdrängt, aber er ist auf jeden Fall der König, von daher ist eigentlich auch egal, wie der Typ heißt. Hi, Venson, genau. Was geht? Als mir Hallam erzählte, dass eine Sterbliche den freien Sitz eingenommen hat, wollte ich ihm nicht glauben. Doch hier steht ihr nun vor mir. Wahrlich beeindruckend. Es ist schade um Sagrel. Er war ein großer Held. Aber wir haben keine Zeit, ihm zu Ehren das Mal des Königs zu erheben. In der bevorstehenden Schlacht brauchen wir jede Hand, die fähig ist, ein Schwert zu führen. Wir sind hier, um Sir Ferrara zu helfen, unserem Bruder im Hof der Zauber. Es ist Zeit für seine Erzählung der Ballade von Blutgebein. Ferrara hat sich auf die Jagd nach seinem Erzfeind gemacht. Blutgebein hat sich wieder erhoben, fest entschlossen, ein Mädchen zu entführen, um sie zu seiner Geliebten zu machen. So heißt es in seinem Lied. Nach der Schlacht werdet ihr Ferrara wiederbeleben müssen. Ich kann nur hoffen, dass euch Hallam nicht unvorbereitet auf diese Mission geschickt hat. Sucht Ferrara auf und beeilt euch. Wenn die Aufgabe erledigt ist, werde ich euch beim Haus der Balladen im Norden erwarten. Seid vorsichtig, Sagrel. Viel Glück. Okay. Da habe ich... Ich hatte ja gerade schon mal erwähnt, Sir Ferrara wird jetzt wichtig. Ja. Wird jetzt wichtig. Genau. Punkt. Ist ja eigentlich auch egal. So, ich würde sagen, ich... da oben muss ich hin, na klasse. Wo muss ich hierfür hin? Nach da. Okay. Ich würde aber sagen, ich mache mal eben kurz einen Cut, denn ich möchte mal eben was trinken und ich muss mal eben wohin, von daher. Bis gleich.